Hallo und herzlich willkommen zum siebten Teil der Marisco Video Tutorial Serie. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie die strategische Relevanz der Elemente des systemischen Situationsmodells bestimmen. Die strategische Relevanz eines Stresses, eines Stresstreibers, eines zugrunde liegenden Faktors oder einer Ursache bezieht sich auf die wahrgenommene Bedeutung dieser Elemente für die Vulnerabilität des Zielsystems. Jedes Element mit einer hohen Bewertung der strategischen Relevanz sollte in der finalen Priorisierung genauer untersucht werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, die aktuelle Kritikalität der Elemente zu bewerten. Sie können entweder eine detaillierte Bewertung vornehmen, indem Sie die räumliche Ausdehnung, den Schweregrad und die Irreversibilität der Elemente bewerten, oder Sie können die aktuelle Kritikalität anhand von zusammengefassten bzw. vereinfachten Kriterien bewerten. Die erste Option liefert Ihnen ein detailliertes Verständnis der aktuellen Kritikalität der einzelnen Elemente, nimmt aber etwas mehr Zeit in Anspruch. Die zweite Option ist schneller, aber weniger spezifisch. Sie können jedoch jederzeit zurückkommen und diesen Schritt bei Bedarf überarbeiten. Die Elementbewertung gleicht der Analyse des Stressniveaus der ökologischen Schlüsselattribute, die wir im fünften Teil der Marisco Video Tutorial Serie besprochen haben. Auch hier haben Sie die Wahl zwischen zwei Optionen, der detaillierten und der abgekürzten Analyse. Bei der detaillierten Analyse wird die aktuelle Kritikalität eines jeden Elements anhand der räumlichen Ausdehnung, des Schweregrads und der Reversibilität oder Dauerhaftigkeit bestimmt. Bei der abgekürzten Analyse wird die aktuelle Kritikalität direkt festgelegt. Wir entscheiden uns für eine detaillierte Analyse. Im ersten Schritt der Analyse werden die räumliche Ausdehnung, der Schweregrad und die Irreversibilität bestimmt. Jedes Bewertungskriterium ist in vier Gruppen unterteilt. Die Bewertungskriterien finden Sie im Marisco Handbuch oder auf der Marisco Homepage. Um eine Bewertung vorzunehmen, klicken Sie einfach auf das gewünschte Feld. Durch erneutes Anklicken können Sie die Bewertung wieder rückgängig machen. Nachdem Sie alle Elemente bewertet haben, öffnen Sie die nächste Registrierkarte mit dem Titel Aktuelle Kritikalität. Die Software berechnet diesen Wert automatisch aus Ihren Bewertungen des vorherigen Schritts. Im Fall, dass Sie eine abgekürzte Analyse gewählt haben, können Sie den Wert der aktuellen Kritikalität direkt hier eintragen. Die dritte Registrierkarte umfasst die Bewertungskriterien der vergangenen Kritikalität, des Veränderungstrends und der zukünftigen Kritikalität. Zum Abschluss werden in der vierten Registrierkarte das Wissen und die Managebarkeit bestimmt. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Ergebnisse speichern, da sie sonst verloren gehen. Die Bewertungen werden ebenfalls automatisch ins systemische Situationsmodell übertragen. Überprüfen und validieren Sie die systemische Situationsanalyse mit Akteurinnen und Akteuren und Expertinnen und Experten. Dies bietet Ihnen die Möglichkeit, weiteres Wissen und Fachwissen einzubeziehen, das über das in Ihrem Team vorhandene Wissen hinausgeht. Solche Überarbeitungen können in Mini-Workshops, kurzen Sitzungen mit Gruppen von externen Expertinnen und Expertinnen oder direkt im Team durchgeführt werden. Am besten eignen sich dafür das systemische Situationsmodell und die Tabellen mit den Bewertungsergebnissen. Wenn die Einschätzungen der Expertinnen und Experten deutlich von denen des Teams abweichen, können sie als Grundlage für eine kritische Diskussion dienen. Das kann sowohl den Prozess als auch das allgemeine Verständnis für die diskutierten Elemente verbessern.